Militaristisch sein und den Militarismus nicht sozusagen dulden, sondern müsste dagegen auftreten, gegen die Verherrlichung des Militärischen oder auch gegen die Verherrlichung von Kriegen und so weiter. Ja, zu sagen, ich war immer Pazifist, da würde ich lügen, ne? Also es gibt gute Gründe, warum wir sozusagen der Meinung sind, dass nicht ausgerechnet die Bundeswehr in fremde Länder einmarschieren sollte. Weil also schon aus meiner Sozialisation in der Tschechoslowakei, da habe ich diese Filme gesehen, diese Wochenschauen und Wir haben noch 2 Minuten, oder? Er hat schon zwei Also gezeigt. zwei heißt, es geht los. Also gut, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung mit Richard Pitterle, ehemals Mitglied des Deutschen Bundestags, maßgeblich daran beteiligt, Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte aufzudecken. Das wird heute Abend einen Großteil unserer Sendung ausmachen. Dann natürlich die Frage: Steuern, wo kommen sie her, wo gehen sie hin? Warum zahle ich beim Möbelhaus um die Ecke oder warum zahlt das Möbelhaus um die Ecke Steuern und andere große haben es irgendwie nicht notwendig, Steuern zu bezahlen? Ist ja in einem Zeitalter von schwarzer Null und permanent leeren Kassen, die immer nie kein Geld haben, glaube ich, eine spannende Frage. Denn Steueraufkommen sind ja auch finanzielle Spielräume, die der Staat hat und die er anders nutzen könnte. Mich hat immer beeindruckt, lieber Richard, wenn du dich vorgestellt hast bei deinen Kandidaturen, wie du quasi als 14-Jähriger Mitglied der VVN BDA, also den Verfolgten des Nationalsozialismus, geworden bist und quasi als Jugendlicher den alten Leuten zugehört hast, wie früher mal war. Das hat mich immer schwer beeindruckt. Vielleicht willst du selber was zu dir sagen und was dich so prägte? Ja, ich bin 1970 im Alter von 11 Jahren aus der Tschechoslowakei in die Bundesrepublik gekommen. Mein Vater Sudetendeutsche, meine Mutter Tschechin. Und ich habe dann als die ersten Eindrücke mit den vielen Bananen vorbei waren, als ich Deutsch gelernt habe, und da ich ein bisschen auch durch Dubček, durch diesen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, durchaus beeindruckt war. Dann habe ich angefangen, hier mich mit der Politik auseinanderzusetzen. Und man weiß, in den 70er Jahren gab es einen zweiten Menschen, der versucht hat, den Sozialismus auf demokratischen Wege zu verwirklichen, Salvador Allende, dessen Regierung mit Unterstützung des amerikanischen Geheimdienstes CIA blutig niedergeschlagen worden ist. Und dann habe ich sozusagen mich darüber informiert und fand es alles faszinierend und mit den ganzen auch katholischen Soziallehrern aus Lateinamerika, die offen die Revolution in Lateinamerika unterstützt haben. Und dann war ich am Mahnmal in Stuttgart zum Jahrestag des Putsches in Chile. Und dann erlebte ich, dass dort Menschen waren in ihrer KZ-Kleidung, die da demonstriert haben. Und wie ich dann erfahren habe, waren das Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die sich in dieser Organisation zusammengeschlossen haben. Und gerade in dem Jahr, als ich die kennenlernte, haben die beschlossen, auf ihren Bundeskongress die VVN zum Bund der Antifaschisten zu erweitern, um auch jungen Menschen zu ermöglichen, sich ihnen anzuschließen, um einfach dieses Vermächtnis, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg weiterzutragen, weil sonst war das absehbar, wann die VVN ausstirbt. Und dann habe ich mich ja dafür begeistern können, weil ich gesagt habe, ja, das ist irgendwie toll. Es gibt in Deutschland auch Leute, die
unter dem Faschismus gelitten haben. Es gab nicht nur Täter, sondern es gab auch Opfer. Und das hat mich als Jugendlichen sehr eingenommen. Und dann habe ich mich in Sindelfingen angefangen zu interessieren. Gibt es da auch Leute, die im KZ waren und die im Widerstand tätig waren? Und hatte ja diese Kontakte zu der Landesgeschäftsstelle der VVN. Und die haben mich dann angesprochen und haben gesagt, ja, wir machen jetzt gerade so einen Lehrgang für junge Funktionäre. Den bringen wir ein bisschen bei, wie man eine Organisation leitet, wie man Pressearbeit macht, wie man so eine Organisation wieder zusammenführen kann, wie die Geschichte war. Und es war alles sehr faszinierend. Da bin ich an vielen Wochenenden habe ich mich schulen lassen. Und als die Schulung vorbei war, habe ich dann gesagt, jetzt tue ich in Sindelfingen, Böblingen, also im Kreis Böblingen, die VVN wieder rekonstruieren. Da gab es alte Mitglieder der VVN, aber die hatten nicht mehr die Kraft, organisatorisch das aufzubauen. Und dann fing ich sozusagen dann mit 15 Jahren an, die VVN aufzubauen. Und wir haben ja gefunden, dass zwei Sindelfinger Bürger, Karl Keinert und Wilhelm Brändle, also beide Arbeiter, die sind wegen ihres Widerstands verschleppt worden und sind in Konzentrationslagern, Flossenbürg, der eine und der andere in Mauthausen in Österreich, ums Leben gekommen. Und dann haben wir angefangen, Unterschriften zu sammeln, damit eine Straße nach diesen Widerstandskämpfern benannt wird. Ja, da war ich dann, als wir mit dieser Straßensammlung angefangen haben, war ich 16. Und wir sind natürlich mit unserer Unterschriftensammlung nicht weit gekommen. Und für mich war sehr beeindruckend, als wir dann auch dieses Thema in die Friedensbewegung, die ich mitgegründet habe in Sindelfingen, als wir dieses Thema auch reingebracht haben, da war plötzlich auch das Bewusstsein für die Geschichte da. Und dann hat einer der Leiter der Friedensbewegung, war Gymnasiallehrer an einem Gymnasium, und der hat mit seiner Schülergruppe so eine Geschichtsforschung gemacht, und die haben einen Preis vom Bundespräsidenten bekommen. Und den haben sie gestiftet für ein Andenken für die, also für die Menschen, die verfolgt worden sind in Sindelfingen. Und deswegen haben wir jetzt eine Gedenktafel am Rathaus, wo steht, sie waren Kommunisten, sie waren Zeugen Jehovas, sie waren Sinti und Roma und wurden verschleppt und vergast und ermordet. Und die Stadt Sindelfingen gedenkt ihr. Als ich mit dem damaligen Oberbürgermeister, also ehemaligen Bürgermeister, dann da stand, da war ich 36. Und da habe ich erst gemerkt, das dauert 20 Jahre, bis man so eine Idee, die eigentlich selbstverständlich sein müsste, bis man die durchsetzt. Also man wirft einen Stein ins Wasser und es dauert dann 20 Jahre, bis daraus was, aus dieser Idee was geworden ist. Und da habe ich gedacht, man muss in der Politik auch einen langen Atem haben. Man muss konsequent an seine Idee festhalten und man darf sich nicht durch Rückschläge sozusagen abspenstig machen lassen. Ausdauer ist da auf jeden Fall gefragt. Und was die VVN betrifft, schlägt das Pendel ja gerade unerbittlich eigentlich in die andere Richtung, dass von aus berufenem Munde gesagt wird, naja, ist die überhaupt gemeinnützig? Die schließen ja andere Menschen aus, nämlich die Faschisten, die wollen sie nicht bei sich haben, und deswegen kann das ja nicht so weit her sein mit der Gemeinnützigkeit. Klingt absurd, ist aber so. Ja, das ist eigentlich ein Skandal. Wir haben auf der Bundesebene tatsächlich die Bedrohung der Gemeinnützigkeit der Bundesorganisation VVN, und ich finde, das geht überhaupt nicht. Wir hatten solche Versuche in Baden-Württemberg schon mehrmals. 1980 war mein Anwaltskollege Wolfer damals Vertreter der VVN
der sie dann da rausgehauen hat. Und bei dem zweiten Versuch war ich als Rechtsanwalt da tätig. Da habe ich das dann auch geschafft, dass dieser Versuch abgewendet werden konnte. Es gab damals einen Vorwand, den sie benutzt haben, über den man mal hinwegsehen kann, aber sie haben ihn benutzt, wo man wirklich sagen muss, deswegen ist auch wichtig, dass man diese Gemeinnützigkeitsregeln, dass man die auch wahrnimmt. Also damals, als ich für die VVN tätig war, gab es die Situation, dass die VVN aufgerufen hat, an den Demonstrationen gegen Atomkraftwerke teilzunehmen. Da hat ein Beamter in diesem Finanzministerium gesagt, ja, das steht aber gar nicht in der Satzung, dass die VVN für alternative Energieformen oder gegen bestimmte Energie, in der Satzung steht, sie soll sich dafür einsetzen, Geschichte erforschen gegen alte und neue Nazis und so weiter. Aber von Atomenergie steht da nichts drin. Also ist gegen die Satzung verstoßen worden. Die Geschäftsführung handelt nicht im Rahmen dieser Satzung. Aber ich konnte ja den Beamten damals davon überzeugen, dass es ein Ausrutscher war. Und dass man eine Organisation daran messen muss, ob sie, sage ich mal, zu 99% tatsächlich ihre Satzungszwecke verfolgt und dass man nicht nur wegen einem Flugblatt eine Organisation, die sich wirklich für eine Welt ohne Faschismus und ohne Krieg einsetzt, nicht einfach die Gemeinnützigkeit entziehen kann. Das hat damals geklappt und jetzt hat sich wieder ein Beamter offensichtlich gefunden, der das nochmal wissen will. Aber ich bin davon überzeugt, dass es beim Gericht keinen Bestand haben wird. Wollen wir es hoffen, denn, und da sind wir ein Stück weit auch bei der Landespolitik, entschieden gegen rechts zu sein und kein Fußbreit den Faschisten ist ja ein Stück weit das Gebot der Stunde und aktueller als zu mancher Zeit vorher. Bis hin, dass Menschen, die im Landtag drin sind, mit der Polizei aus dem Landtag herausgebracht werden müssen, weil sie sich nicht zu benehmen wissen. Hoffen wir, dass am 14. März möglichst wenig Stimmen bei dieser Partei anlanden und dafür bei uns. Wir hier heute haben auch so ein bisschen den Blick auf die Bundespolitik, weil du ja Bundespolitiker warst, vielleicht auch wieder sein wirst, zumindest erwägst zu kandidieren, das kann man glaube ich sagen, es ist offiziell, und vor allem auch als in Sachen Steuerrecht einer der ganz wenigen in der Linken bist und warst zumindest, neben Fabio De Masi aktuell, der ganz viel auch aufgedeckt hat, Stichwort Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte. Ich weiß, dass es um 50 Milliarden geht, die quasi uns als Steuerzahlern geklaut worden sind. Und ich weiß, dass es kurz vor knapp war, um zu gucken, dass das nicht verjährt. Aber vielleicht kannst du in kurzen, einfachen Worten nochmal erklären, was ist Cum-Cum und was ist Cum-Ex? Also ich fange mal mit den Cum-Ex-Geschäften an, weil Cum-Cum ist sozusagen eine nachgelagerte Geschichte. Cum-Ex-Geschäfte waren Leerverkäufe, mit denen die Verkäufer Aktien verkauft haben, die sie gar nicht besessen haben. Deswegen Leerverkauf. Cum-Ex deswegen, sie haben diese Aktien kurz vor der Aktionärsversammlung verkauft und dadurch mit dem Anspruch auf den Gewinnanteil, auf die Dividende. Sie haben aber erst nach der Aktionärsversammlung geliefert. Da war schon die Dividende ausgezahlt. Deswegen Ex, also ohne Dividende. Und da sie den Käufern versprochen hatten, sie kriegen das mit Dividende, haben die den Käufern einen Schadensersatz, also als einen Schadensersatz, einen Betrag in Höhe dieser Dividende bezahlt.
So, das Problem bei diesen Geschäften war, dass zu Beginn dieses Geschäftsmodells die Gesellschaft, die die Dividende ausgezahlt hat, die hat die Ertragssteuer abgeführt, aber die Bescheinigung über die Abführung dieser Kapitalertragssteuer hat dann die Bank ausgestellt, die die Aktien verwahrt hat für den Eigentümer. Jetzt wurden aber nicht nur für den Eigentümer, der für den zum Zeitpunkt dieser Aktionärsversammlung die Dividende abgeführt worden ist, eine Bestätigung ausgestellt, sondern auch für den Käufer, der die Dividende gar nicht bekommen hat, für den auch gar nicht die Kapitalertragssteuer abgeführt worden ist, sondern der hat ja nur diesen Ersatzanspruch gehabt, für den wurde auch eine Bestätigung ausgestellt und diese Bestätigung war Geld wert. Man muss sich klar machen, es ging da immer um sehr hohe Summen. Das heißt, was konkret passiert ist, nur damit man sich das klar macht, es wurde einmal Kapitalertragssteuer abgeführt, aber es wurden, wie wir auch im Untersuchungsausschuss festgestellt haben, und das war von allen Kollegen getragen, es wurden nicht nur 3, 4, manchmal wurden bis zu 7 Bestätigungen erteilt über eine abgeführte Ertragssteuer, die nie abgeführt worden ist. Mit dieser Bescheinigung konnte man seine Schuld verrechnen. Also wenn man ganz normale Einkommensteuer zu zahlen hatte, was weiß ich, in Höhe von 15.000 und hat hier eine Bescheinigung über 15.000 gehabt, über abgeführte Kapitalertragssteuer, dann musste man keine Steuern zahlen. Jetzt muss man sich das aber, wie gesagt, das ging um Riesensummen. So ist ja auch dieser Milliardenschaden am Staat entstanden. Und die Vermögenden und die Reichen dieser Bundesrepublik, die haben aus dem Finanzamt, das eigentlich die Funktion hat, das Geld einzusammeln, um es für Infrastruktur, für Bildung und so weiter auszugeben, haben die das geschafft, diese Funktion umzukehren. Sie haben das zu ihrer Zahlstelle gemacht. Mhm. Und das war eigentlich ein Skandal. Auf diesen mussten wir reagieren, als wir davon erfahren haben. Jetzt gab es das Problem, dass wir natürlich nur mit den Grünen zusammen einen Untersuchungsausschuss beantragen konnten. Wir haben ja erst beantragt, dass ein Ermittlungsbeauftragter benannt wird, der das untersucht. Und dann hätten wir diesen Untersuchungsbericht sozusagen einschätzen können. Das hat SPD und CDU abgelehnt. Unser Antrag wurde abgelehnt. Und dann haben wir einen Antrag auf Untersuchungsausschuss gestellt mit dem Hintergedanken, dass wir dann als Minderheitenrecht einen Ermittlungsbeauftragten einsetzen, der die Sache untersucht. Und dann ist es anders gekommen, weil Walter Bojarans, der heutige SPD-Vorsitzende, der zu dem damaligen Zeitpunkt Finanzminister in Nordrhein-Westfalen war, der hat ein Stick, USB-Stick gekauft. Auf diesen waren 112 Akteure des Finanzmarktes drauf, die sich an diesen Cum-Ex-Geschäften beteiligt hatten. Das war sozusagen Who is Who der Banken und der starken Finanzindustrie. Und er hat sich dann entschieden, nicht mehr den ehemaligen Finanzminister zu decken, sondern die Sachen freizugeben. Also er wollte eher als Aufklärer in die Geschichte eingehen, als Beschützer von allen Bundesfinanzministern der SPD
Und so kam es, dass wir plötzlich von den Finanzämtern plötzlich 1000 Leitsordner in der Geheimschutzstelle hatten, die durchzuarbeiten war und dass dann tatsächlich ein richtiger Untersuchungsausschuss daraus geworden ist. Was auch nicht sehr einfach war, weil das meiste, was da in der Geheimschutzstelle gelagert war, konnten wir nicht einfach für uns rauskopieren. Wir mussten immer zu bestimmten Zeiten zu der Geheimschutzstelle gehen, durften nichts rausnehmen, nichts kopieren. Wir durften uns sozusagen notieren, welches Dokument wir wichtig fanden, konnten beantragen, dass es seinen Geheimcharakter verliert, oder konnten uns aufschreiben, was da drin stand. Und dann gab es beim Untersuchungsausschuss immer einen öffentlichen Teil und dann gab es einen nicht öffentlichen Teil. Das dauerte manchmal, so wie jetzt die Wirecard-Untersuchungsausschüsse, bis 3:30. Und dann wurden sozusagen diese Aufschriebe von uns, die wir da erstellt haben, die wurden geliefert und dann durftest du den Zeugen sozusagen Vorhalte machen aus diesen Aufschrieben, die dann auch wieder eingepackt worden sind. Mhm. Also diese Untersuchung war sehr erschwerend. Und was aber wichtig war, dass sich am Schluss alle Parteien in diesen Untersuchungsausschuss einig darüber waren, dass diese Cum-Ex-Geschäfte kriminell waren, weil überhaupt nicht einzusehen ist, wie das legal sein soll, dass, wenn die Kapitalertragssteuer nur einmal an den Staat gezahlt worden ist, dass man sich vom Staat den gleichen Betrag mehrmals auszahlen lässt. Also das konnten selbst die CDU-Vertreter nicht mehr als irgendein legales Geschäft. Mit Mengenrabatt kann man das nicht mehr begründen. Nee, mit Mengenrabatt kann man das nicht mehr begründen. Und das war aber wichtig, dass es in diesem Bereich eine Einigkeit gab, weil das war dann für die Staatsanwaltschaften der Anlass, tatsächlich Hausdurchsuchungen bei den Banken zu machen, die Akteure entsprechend anzuklagen und auch bei dieser Kanzlei, bei dieser berühmten Kanzlei, die meisten Steuergesetze geschrieben hat nach der Finanzwende, haben die dann auch tatsächlich auch einen Anwalt, der diese Gutachten geschrieben hat für die Banken, wo die Banken dann immer gesagt haben, wir haben uns ja bei diesen Geschäften ein Rechtsgutachten erstellen lassen und das ist alles legal und so weiter. Auch diese Juristen, die auch sozusagen sogar in juristischen Aufsätzen begründet haben, warum angeblich diese Cum-Ex-Geschäfte ganz legal sind und so weiter, die wurden dann in Haftung genommen und das fand ich also ein richtiges Ereignis. Was natürlich nicht möglich war, weil wir Grüne und Linke eine Minderheit waren. Wir konnten nicht durchsetzen, dass Schlussfolgerung des politischen Versagens in diesen Abschlussbericht gekommen sind. Also man kann sich das über meine Webseite, ist es verlinkt, da ist der ganze Bericht des Untersuchungsausschusses und da sind die Minderheiten wurden der Linken und der Grünen. Und da kann man feststellen, dass wir wirklich gesagt haben, dass auch ein Versagen der Verantwortlichen im Finanzministerium vorgelegen hat, weil sie teilweise aus personelle Fehlbesetzung, es hat Personal gefehlt, das wurde, das, also eine Geschichte muss ich ja erzählen, ein Herr Ramekas, der beim Finanzministerium in diesen Sachen gearbeitet hat, der ging in Ruhestand, hat sich dann von 4 Banken bezahlen lassen und hat als Pensionär
für das Finanzministerium zugearbeitet. Also die haben ihm das, die haben zusammengelegt, haben ihm das Gleiche bezahlt, was er vorher beim Bundesfinanzministerium hatte. Und er wurde beauftragt, zum Beispiel für das Finanzministerium eine Stellungnahme zum neuen Bankengesetz abzugeben, für das Bundesfinanzministerium. Und wir haben E-Mails gefunden, wo er an die Bankenvertreter eine E-Mail geschrieben hat, in der drin stand, ich beabsichtige, die und die Stellungnahme abzugeben. Für das Ministerium haben Sie Vorschläge für Änderungen. Ne? Mhm. Also da hat sozusagen die Finanzlobby, die Bankenlobby hat da einen direkt drin sitzen gehabt, der für sie zugearbeitet hat. Und das wäre ja fast wie bei der Pharmaindustrie. Ha? Ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich. Ja, wie dem auch sei, wie gesagt, dass Cum-Ex-Geschäfte kriminelle Geschäfte sind, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das wird nicht mehr in Frage gestellt. Und durch diese, um noch ein Versagen, um das nochmal anzusprechen, wir haben ja eine Finanzaufsicht, die BaFin, die Bundesanstalt für finanzielle Dienstleistungen. Die hat in diesem Bereich auch total versagt. Sie hatte zwar Anzeichen, sagte aber, wir hatten keine Steuerexpertise, sagten, ja, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, uns da einzumischen. Wir sind nur dafür da, um festzustellen, ob die Bank insolvent werden könnte. Also sie haben sehenden Auges diese Geschäfte nicht wahrnehmen wollen. Und haben genauso versagt wie jetzt bei Wirecard. Mhm. Und dann muss ich wirklich sagen, wir haben im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses wirklich sehr taffe Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten kennengelernt, die wirklich Haltung gezeigt haben, die nämlich eine sozialstaatsfreundliche Haltung an den Tag gelegt werden, weil sie wissen, nur wenn Steuern gezahlt werden, kann man auch den Sozialstaat irgendwo finanzieren. Und die haben durchschnittliche Gehälter gehabt. Die haben durchschnittliche Gehälter gehabt, haben aber ihren Beitrag geleistet, diese Geschäfte, dieses Geschäftsmodell aufzudecken. Also ich kann mich erinnern an eine Beamtin aus dem Zentralamt für Steuern, die wurde sogar verklagt. Also da haben die diese Rückzahlung der Gelder verweigert hat, weil sie sich sozusagen im Selbststudium, da muss man ja durch dieses Modell erst richtig durchschauen, was da genau passiert, ne? Da hat sie sich das angeeignet und hat dann gesagt, wir zahlen nichts mehr zurück. Und dann wurde sie verklagt, da wurde nicht der Staat verklagt, sondern man hat sie persönlich verklagt, um sie einzuschüchtern. Man hat den Vorgesetzten angerufen und. Mhm. Und sie hat aber trotzdem dem getrotzt und ich kann wirklich, ihr Abteilungsleiter hat sich bei uns bedankt, dass wir diesen Untersuchungsausschuss eingerichtet haben, weil der natürlich auch unter Druck stand, auch von ganz oben, weil da waren ja alles ehrenwerte Banken dahinter und so weiter und das war gar nicht so einfach. Warum sage ich das? Weil bei der BaFin wurden Leute eingestellt, die auch aus dem Bankenbereich waren und die waren sich zu schade für sozusagen tätig zu werden für die Tarifklasse, die halt TVÖD halt nun mal vorsieht und haben gesagt, ja, sie fangen nur an, wenn sie übertariflich bezahlt werden. Und die Begründung war immer, wir brauchen da richtig gute Leute, die was können, die auch in der Lage sind, die Sachen durchzuschauen. Aber letztlich ist es ein Schlafwagen, diese BaFin. Ja. Und die Leute kriegen wirklich Gehälter in eine Höhe. Ich meine, das ist, unterliegt auch alles der Geheimhaltung. Aber ich kann wirklich sagen, mein Hut ab von vor mancher Finanzbeamtin,
die da tätig geworden ist mit ihrem durchschnittlichen Gehalt, während diese Herren und Damen mit den Gehältern, die manchmal in den Bereich von 300.000 Euro im Jahr gingen, die Sachen nicht wahrnehmen wollten. Vielleicht auch ein Stück weit wussten, dass wenn sie diese Sachen wahrnehmen, das dann auch ganz schnell existenzgefährdend wird, was diese Gehälter anbetrifft? Na ja, gut, ich denke, die würden nicht hart fallen. Also das ist ja das Problem, dann gehen sie halt, sie sind dann bei der BaFin und wenn sie dort aufhören, kriegen sie wieder einen Aufsichtsratjob bei irgendeiner Bank. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein Riesenproblem, dass sozusagen die Leute, die in die BaFin kommen, vorher bei der Bank irgendwelche Führungspositionen hatten. Und die Begründung ist ja immer die kennen sich ja aus. Ne? Aber das Problem ist, die wollen ja dann wieder irgendwann mal zurück von BaFin und da hackt die Krähe der anderen kein Auge aus, wie das so schön im Sprichwort heißt. Die Kum-Kum-Geschäfte, die sind in diesem Maße nicht illegal gewesen, haben aber trotzdem, wie wir gesagt haben, das Steuerrecht missbraucht. In dem Sinne, dass auch wieder vor der Aktionärsversammlung wurden Aktien an deutsche Banken durch einen Leihvertrag, also wurden ausgeliehen, was dann dazu führte, dass die Deutsche Bank die Kapitalertragssteuer sich hat zurückzahlen lassen, also die 25%, und dann haben sich der ausländische Pensionsfonds, der diesen Anspruch, also für den sind diese 25% auch abgeführt worden, aber er hätte nie eine Rückzahlung verlangen können, weil wenn jemand in den USA sitzt, kann er keinen Anspruch auf Rückzahlung stellen. Und die Deutsche Bank hat 25% dann zurückgekriegt und dann haben sie sich's geteilt. Dann sind die sozusagen 12,5% ist ja nicht schlecht bei den heutigen Niedrigzins. Ne? Ja. Also jeder hat 12,5% gehabt. Und das hat ja auch riesen Steuerschäden für den Staat bedeutet. Mhm. Und durch diesen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, wo wir, also Gerhard Schick von den Grünen und ich, auch dafür gesorgt haben, dass diese steuergetriebenen Geschäfte, dass die mit aufgenommen werden. Und wir haben ausdrücklich Cum-Cum gesagt, gab es natürlich einen starken Druck auf die Politik, auch diese Geschäfte, auch wenn sie, wie gesagt, nicht wie Cum-Ex-Geschäfte kriminell waren, aber wie gesagt, es war ein Missbrauch irgendwo des Steuerrechts. Da hat dann die Bundesregierung in dem Aktiengesetz, das wir im Juni 2017 verabschiedet haben, Vorkehrungen genommen, um diese Geschäfte zu erschweren. Also man hat gesagt, man darf diese nach dieser Aktionärsversammlung, nach diesem Stichtag, dürfen die Papiere nicht sofort zurückwandern, sondern wir haben so Fristen von 2 Monaten eingebaut, was in diesem Bereich natürlich das Risiko steigen lässt, ob man so auf diese Art die Papiere tatsächlich noch in Anspruch nimmt. Dieses Modell mit den Wartefristen hatten wir aus Australien übernommen, wo offensichtlich die gleichen Geschäfte gelaufen sind. Mhm. Also man merkt, dass dieser Missbrauch von unterschiedlichen Steuergesetzgebung, dass die halt auf der ganzen Welt funktionieren. Und sie suchen immer die Schlupflöcher. Mhm.
Das war zu einem Zeitpunkt zwischen 2013 und 2017, wo im Bundestag 4 Parteien drin waren, 2 davon eine Koalition bildeten und eigentlich wöchentlich mit ihrer Mehrheit das Grundgesetz hätten ändern können. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo ein SPD-Finanzminister euch dann in die Karten gespielt hat, ein Stück weit. Wäre das heute so nochmal möglich? Was meinst du jetzt mit möglich? Untersuchungsausschuss? Nee, der Finanzminister in Nordrhein-Westfalen hat ja jetzt quasi ein anderes Parteibuch. Gut, die Koalition hat nur noch, ich glaube, 54% oder so. Das heißt, die Opposition ist stärker. Aber so wirklich FDP, Grüne und Linke haben, glaube ich, immer noch nicht unbedingt die Mehrheit, die sie bräuchten für Untersuchungsausschüsse. Ja, gut, zusammen ja. Also man hat sich zumindest verabredet, dass man nicht mit der AfD Untersuchungsausschüsse beantragt, ja. Was ich auch richtig finde. Diesen Wirecard-Untersuchungsausschuss, der auch ganz wichtig ist, und wo man, also der wurde ja von FDP, Grünen und Linken zusammen eingerichtet, und ich glaube, diese drei Parteien arbeiten in diesem Untersuchungsausschuss, nach dem, was mir Fabio Masi erzählt hat, sehr gut zusammen. Mhm. Also das funktioniert. Wie ich in der Zeitung gelesen habe, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass auch der nächste Bundestag sich mit dem Thema Wirecard wird beschäftigen müssen. Mhm. Dass es da zu dem Punkt auch nochmal einen Untersuchungsausschuss geben wird, weil wir haben jetzt in diesem Jahr, glaube ich, nur noch 4 Sitzungswochen. Also das, was man jetzt noch aufarbeiten kann, ist relativ wenig. Im Juni müssen sozusagen dann schon die Abschlussreden für den Untersuchungsausschuss gehalten werden. Insofern ist zu vermuten, dass das in der nächsten Legislaturperiode weitergeht, weil das ist natürlich auch ein, das hat natürlich auch Dimensionen, die man nicht so stehen lassen darf. Auf jeden Fall. Da gibt es noch viel zu tun. Liebe Zuschauenden zu Hause, wir haben einen Chat, der offen ist. Wenn es Fragen gibt, können wir die gerne als Zettelchen hier auf den Tisch legen und dann auch gemeinsam abarbeiten. Herzlich gerne, wie gesagt. Und ansonsten, du warst 2017 schon mal da zur Bundestagswahl, beziehungsweise 2019 auch. Im Rahmen der Zukunftswochen auch mit der Frage, warum zahlt das Möbelhaus um die Ecke Steuern und warum tun das große schwedische Möbelhäuser nicht. Da hat sich ja leider noch nichts verändert. Es ist immer noch so, dass das Haus um die Ecke, so es offen hat, Steuern bezahlen muss. Ja, und da hat sich noch wenig geändert. Und da muss ich sagen, das ist eine große Ungerechtigkeit gegenüber dem örtlichen Mittelstand, dass der eine, also nicht, dass das Möbelhaus seine Steuern zahlt, sondern dass das international tätige Konzern, wie zum Beispiel IKEA, sage ich deswegen, weil wir in Sindelfingen auch IKEA haben, dass die nicht die Steuern zahlen, die hier durch Wertschöpfung anfällt und somit sozusagen die Infrastruktur in unserem Land von den Lohnabhängigen und dem Mittelstand getragen wird, während die großen Konzerne es verstehen, über Steuergestaltungsmodelle sich der Steuerzahlung da zu entziehen, wo die Wertschöpfung stattfindet, und stattdessen die Gewinne umlagern in Ländern, in denen sie überhaupt keine Steuern zahlen müssen oder weniger Steuern zahlen müssen. Und wie geschieht es? Es geschieht zum Beispiel über Lizenzrechte. Also ich kann, wenn ich ein internationaler Konzern bin, und IKEA heiße, kann ich
in Niederlande und in Luxemburg Tochterfirmen gründen, an die ich Lizenzrechte, Patentrechte, Namensrechte übertrage. Das bedeutet, dass ich dann an diese Tochtergesellschaften für die Benutzung der Namens-, Lizenz- und Patentrechte Gebühren abführe. Diese Gebühren, die ich da abführe, die senken mein zu versteuerndes Einkommen. Das wirkt sich bei diesen Konzernen, die meistens als Kapitalgesellschaften, entweder GmbHs oder Aktiengesellschaften organisiert sind, so aus, dass sie weniger Körperschaftssteuer zahlen müssen und für Kommunen wichtig natürlich weniger Gewerbesteuer. Der Vorteil ist, wenn ich in Niederlande Einkommen habe aus Namens-, Patent- und Lizenzrechten, das nennt man in der Steuersprache Patentbox, dann zahle ich dort nur 5%, während hier müsste ich ja 25% oder mehr zahlen, dann lohnt sich das immerhin, sparen die dann 15%. Wenn sie ihre Niederlassung, also ihre Tochtergesellschaft auf Malta errichten würden, dann müssten sie für Einnahmen aus Namens- und Patentrechten überhaupt nichts bezahlen. Das heißt, wir haben auch in Europa, haben wir leider sozusagen Steuerhinterziehung beziehungsweise Steuergestaltungsmodelle, die es den großen Konzernen ermöglichen, über solche Konstellationen und Steuergestaltungen dafür zu sorgen, dass das Geld oder die Gewinne dort gerichtet werden, wo die geringste Steuer bezahlt wird. Und wir haben leider in Europa keine, nicht mal eine Mindestbesteuerung, weil als man die Europäische Union konstruiert hat, hat man der Europäischen Union keine Rechte gegeben für die Steuerfestsetzung oder für Steuerharmonisierung und so weiter. Und das führt wirklich dazu, dass der Mittelstand gegenüber solchen internationalen Konzernen massiv benachteiligt wird. Meistens ist es dann so, dass die nicht den Gedanken haben, jetzt müssten wir zusammen, wir Linke, mit dem Mittelstand gegen die Konzerne kämpfen, sondern sie kamen immer her, also ich war da durchaus Ansprechpartner, sie kamen immer zu mir und haben gesagt, das ist so ungerecht. Die bezahlen keine Steuern und wir müssen welche zahlen, wir wollen die gleiche Situation. Wir wollen Steuererleichterung und das konnten wir natürlich als Linke nicht zulassen, das ist doch klar, dass nur noch die Lohnabhängigen dann die Lasten der Infrastruktur und der Bildung und des Sozialen tragen. Ne? Aber wie gesagt, auch aus dem Grund der Steuergerechtigkeit müssen wir dafür sorgen, dass die Steuern da gezahlt werden, wo die Wertschöpfung stattfindet, schon damit die sozusagen die Motivation des Mittelstandes zur Steuerzahlung nicht rückläufig wird. Zumal wir als Bundesrepublik Deutschland, so klein das Land ist und so wenig Menschen hier leben, ja, was Import und Export betrifft, glaube ich, weltweit auf Platz 3 rangieren. Also hier könnte man richtig viel Geld machen, wenn das neue iPhone auch hier ordentlich versteuert werden würde und nicht bloß erworben. Aber es gibt von vorhin noch eine Frage, nämlich wieso hat Herr Schäuble sein Wissen über Cum-Ex nicht an die EU-Partnerländer mitgeteilt? Deckt die Bundesregierung die Banken? Diese Vermutung kann gestellt werden. Sicher kann diese Vermutung gestellt werden, weil als wir mit dem Untersuchungsausschuss fertig waren, also der wurde halt im Juni 2017 abgeschlossen, ist danach bekannt geworden, dass diese Cum-Ex-Geschäfte auch in den Nachbarländern gelaufen sind. Und wenn sozusagen die Erkenntnisse aus diesen Geschäften an die EU-Partner weitergegeben worden sind, wäre so manches zu verhindern gewesen. Mhm. Und da muss man sich halt schon, also
Wie gesagt, Bundesregierung sagt immer Steuergeheimnis, Steuergeheimnis. Aber ich denke, dass es trotzdem wichtig gewesen wäre, wenn man über dieses Geschäftsmodell informiert hätte und wenn tatsächlich Banken dahin involviert waren, zumindest in dem Punkt, wo man dann gesagt hat, das sind kriminelle Geschäfte, dann gilt kein Steuergeheimnis in diesem Fall, sondern dann ging es darum zu sagen, die und die Akteure waren an diesen kriminellen Geschäften beteiligt. Und guckt mal in euren Finanzverwaltungen, ob ihr die Namen nicht auch entdeckt. Ne? Zumal man das im Studium wohl durchaus mitbekommen konnte, dass es ein tolles Steuersparmodell gibt, beziehungsweise ja, wenn man Geld zurückbekommt, dass man nichts getan hat, ist es ja eigentlich ein Geschenk, ja? Steuergeschenke. Ja, also ich muss dazu sagen, ich erlebe als Anwalt, wie die Kindergeldkasse bei Eltern, die aus ihrer Sicht zu viel Kindergeld bekommen haben, wie gnadenlos das zurückgefordert wird mit Zins und Zinseszins. Und da geht es manchmal um 100 Euro. Und wenn die Beamten bei diesen hohen Millionen so dahinter geschaut hätten, wie sie bei manchen Sozialhilfeempfängerinnen oder Alt-2-Bezieherinnen dahinter gucken, dann wäre dieser Schaden gar nicht entstanden. Ein Hoch nochmal auf alle Beamtinnen und Beamte, egal wo, die ihre Arbeit ernst nehmen und dafür sorgen, dass Recht und Gerecht passiert und sich vielleicht auch nicht vom Chorgeist abhalten lassen, das Richtige zu tun und diesen Druck auch aushalten. Wir sind, ich glaube, du bist auch Mitglied der LAG Betrieb und Gewerkschaft, per se solidarisch mit lohnabhängig Beschäftigten und gucken natürlich, dass nicht nur die lohnabhängig Beschäftigten Steuern bezahlen, sondern die anderen auch. Womit wir wieder beim ursprünglichen oder beim zweiten Thema wären, wie bekommen wir es hin, dass die Großen ihre Steuern auch ordentlich bezahlen müssen? Als du 2019 hier warst, es ist wohl so, wenn ich ein amerikanischer Konzern bin, solange das Geld nicht zurück nach Amerika kommt, will überhaupt niemand Steuern von mir. Genau. Das ist ja der Unterschied der auch der ganzen Steuersysteme, auf dem ja auch der Erfolg von Apple beruht, um die Firma zu nennen, die ihren Sitz in Irland hat, wo der irische Staat ihnen extra Konditionen zugesichert hat. Sie müssen sozusagen aus ihren Gewinnen kaum Steuern zahlen. Das hat ja auch dazu geführt, dass die EU-Kommission Irland verklagt hat und Irland aufgefordert hat, eine millionenfache Nachzahlung von Apple zu verlangen. Solange Apple das Geld nicht in die USA zurückbringt, solange muss es keine Steuern zahlen. Sobald die das Geld in die USA bringen, da werden auch Steuern fällig, aber die müssen es nicht machen. Wir haben ja in Deutschland oder in den meisten europäischen Ländern sozusagen das Prinzip, dass man sein Weltvermögen versteuert, egal wo es erzielt wird. Dann müsste man erstmal dafür sorgen, dass solche sozusagen Gewinnverlagerungen nicht möglich sind. Man müsste mit Lizenzschranken arbeiten, also müsste sagen, nur bis zu einer bestimmten Höhe ist es zulässig, dass Lizenzgebühren abgeführt werden. Man müsste dafür sorgen, dass wir erstmal eine Transparenz bekommen, in welchen Staat werden vom Konzern welche Steuern bezahlt, damit wir ein bisschen auch einen Überblick bekommen, wo sich die Gewinne
befinden, weil das natürlich derjenige Staat, in dem die Steuern bezahlt werden, der beruft sich natürlich auch auf Steuergeheimnis, er darf gar nichts sagen. Deswegen gab es ja die Idee des Country-to-Country Reporting. Nach dieser Idee sollten die Konzerne verpflichtet werden, zu veröffentlichen, in welchem Land sie welche Gewinne versteuert haben und in welche Höhe. Dagegen hat sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene eingesetzt. Man hat zuletzt gehört, dass Bundesfinanzminister Scholz für diese Idee der Rechenschaftslegung ist, aber er kann nicht zustimmen, weil die CDU das verhindert. Vor kurzem war das G7-Treffen gewesen. Dort ist zumindest nach den Informationen, die ich habe, gegen die Stimme Deutschlands diese Berichterstattung unter dem Namen Country-to-Country Reporting beschlossen worden. Das ist ein wichtiger Meilenstein, wenn man tatsächlich diese Steuerhinterziehung und Verlagerung der Gewinne innerhalb Europas oder innerhalb der Welt, wenn man dagegen was unternehmen will, ist es natürlich der richtige Schritt. Was natürlich auch auf internationaler Ebene diskutiert wird, ist die sogenannte Digitalsteuer. Die hat die EU-Kommission auch auf Druck von vielen Bürgerinitiativen auch vorgeschlagen. Die hat keine Mehrheit bekommen, auch aufgrund des Vetos von Deutschland. Mhm. Da spielt Deutschland keine rühmliche Rolle. Worum geht es da? Da geht es darum, dass bestimmte Konzerne wie Google, Amazon, die große Werbeeinnahmen haben. Also wenn man durch Google geht und vorher irgendwas gesucht hat, was weiß ich, Haarschneider, wie ich, und dann kriegt man immer wieder aufgrund dieser Stichwörter, also wenn man irgendwas gesucht hat, kriegt man dann irgendwelche Haarschneider angeboten. Das heißt, Unternehmen, die ihre Produkte auf Google platzieren, zahlen für diese Anzeige an Google Geld und profitieren davon, dass Google diese Sachen so platziert, dass sie Kunden in Deutschland auffinden. Mhm. Und daraus entsteht ja die Wertschöpfung. Und da ist die Idee zu sagen, für diese Einnahmen, die hier von deutschen Unternehmen für deutsche Kunden generiert worden sind, für die sollte Steuer bezahlt werden, um ein bisschen diese Wertschöpfung auch abzuschöpfen, da wo sie entstanden ist. Nachdem in der EU-Kommission dieser Vorschlag gescheitert ist, hat Frankreich von sich aus diese Digitalsteuer eingeführt. Man kann sich noch erinnern, also die haben das 2019 beschlossen, sie einzuführen. Zu Beginn des Jahres 2021. Und man kann sich erinnern, dass der Trump damit gedroht hat, Frankreich mit Sanktionen zu überziehen, weil die meisten dieser Konzerne sind USA-Konzerne. Mhm. Ne? Die Frage ist, dass, warum Deutschland hier nicht nachzieht. Es gibt immer die Ausrede zu sagen, ja, wir müssen warten, bis wir eine weltweite Lösung gefunden haben oder bis wir eine europäische Lösung gefunden haben. Und da verschiebt man sozusagen die Lösung des Problems auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wie man zum Beispiel auch bei der Transaktionssteuer gesehen hat. Das hat nicht funktioniert. Auch wegen dem Veto Deutschlands? Nicht wegen dem Veto Deutschlands, da muss man sagen, da müsste man ein bisschen früher anfangen, als die CDU in der Großen Koalition von der SPD die Zustimmung zu der Einführung einer europäischen Schuldenbremse verlangt hat und dadurch auch Änderung des Gesetzes,
Also wir haben ja nicht nur eine nationale Schuldenbremse, sondern die CDU hat auch eine europäische Schuldenbremse durchgesetzt. Da hat die SPD, bei den Gesprächen war ich auch dabei, da hat die SPD gesagt, wir machen das nur, wenn ihr auch die Transaktionssteuer einsetzt. Und dann muss man schon sagen, Deutschland hat sich, zumindest Schäuble, hat sich zusammen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy dafür eingesetzt. Nur ist es so, dass in der Europäischen Union reicht eine Gegenstimme und die gab es von Tschechien und Großbritannien. Dann war die Sache sozusagen erledigt und dann gibt es noch die Möglichkeit über vermehrte Zusammenarbeit. Da muss man 10 Staaten in der Europäischen Union finden, die bereit sind, Transaktionssteuer einzuführen. Jetzt muss man sagen, wenn man vermutet, dass bei diesen Gesprächen zur Einführung der Transaktionssteuer, dass da nur die Staaten dabei sind, die machen wollen, das ist offensichtlich ein Irrtum. Hm. Sondern Großbritannien, Tschechien und die anderen, die es nicht befürwortet haben, waren auch bei diesen Treffen dabei, weil mit der Behauptung, das beeinträchtigt sozusagen auch ihre Finanzmärkte und so weiter. Und dann hat sich's hingezogen, zum Schluss wäre das nur eine reine Aktiensteuer gewesen. So eine Stempelsteuer für Aktien, wie es früher gegeben hat, das hätte nichts eingebracht, weil die Idee war ja auch, diese ganzen Derivate, diese ganzen Sicherungspapiere, die nicht als Aktien ausgegeben werden, aber auch die Finanzmärkte beeinträchtigen können, die alle einzubeziehen. Und das war irgendwann mal weg und irgendwann mal war es zerredet. Und das ist halt dann das, ein Riesenproblem, wenn man da nicht weiterkommt. Und deswegen sage ich, man muss auch bereit sein, sozusagen als Vorreiter aufzutreten, wie das Frankreich bei der Digitalsteuer gemacht hat, wie das Österreich bei der Digitalsteuer gemacht hat. Das sind 3%, die erheben, ist eigentlich 3% ist kein hoher Betrag, aber die können doch Millionen Steuern generieren für einen Haushalt. Und darauf sollten wir als Deutschland nicht verzichten, denke ich. Auf jeden Fall. Zumal diese 3% ja den Kohl nicht fett machen. Wenn man gleichzeitig eigentlich immer noch die schwarze Null anbetet, ist der Schwiegerpapa von unserem momentanen Landesinnenminister, jetzt der Spitzenkandidat der SPD als Finanzminister auf Bundesebene und die Kassen ja immer chronisch leer sind, sonst bräuchte es diese schwarze Null ja nicht, müssen die doch ein Interesse daran haben, möglichst viele Steuern zu generieren, vor allem wenn es nicht die eigenen Wählerklientel betrifft. Weil die SPD hat ja eigentlich nichts zu verlieren bei einer Digitalsteuer, die CDU vielleicht schon. Ja, also ich meine, wenn man zu der schwarzen Null auch was sagen will, die schwarze Null hing ja auch stark zusammen mit der Schuldenbremse, die die Große Koalition in Zusammenarbeit mit FDP und den Grünen im Grundgesetz verankert haben. Und es ist eine große Investitionsbremse geworden, wenn wir wissen, vor welchen Zukunftsaufgaben wir als Bundesrepublik stehen. Man kann sich nur anschauen, den großen Investitionsstau bei den Kommunen. Man muss sich das Schulwesen angucken. Viele Schulen, ich weiß nicht, wie es bei euch in Esslingen ist, also bei uns ist in Sindelfingen ist kaum eine Schule barrierefrei. Diese Schulen sind nicht, die Schulen überhaupt sind nicht richtig digitalisiert. Dabei, wir haben ja in Deutschland ja keine Rohstoffe. Der wichtigste Rohstoff ist das, was in Köpfen von jungen Menschen ist, also was wir in der Lage sind, an Bildung zu vermitteln. Das heißt, wenn man diesen Investitionsstau
auflösen will, wenn man tatsächlich einen sozialökonomischen Umbau durchführen will, wenn man der Klimagerechtigkeit Gehör verschaffen will, was einfach notwendig ist, dann können wir uns das nicht leisten, diese Schuldenbremse weiterhin im Grundgesetz zu haben, die jetzt aus der Pandemiesituation heraus aufgeweicht worden ist. Und interessanterweise hat ja der Kanzleramtschef ja ins Spiel gebracht, wir sollten auf die Schuldenbremse verzichten, wo sofort der Fraktionsvorsitzende der CDU gerufen hat, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nur man merkt, selbst in den Konservativen wächst das Bewusstsein heran, dass uns wirklich die Modernisierung des Landes und die sozial-ökologische Wandel so viel Mittel abfordert, dass wir uns das gar nicht leisten können, auch noch ausgerechnet in der Situation, wo man Kredite für null Zinsen zu haben sind, dass wir unseren Generationen eine kaputte Infrastruktur übergeben. Das geht, glaube ich, überhaupt nicht. Und da wäre meines Erachtens auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass ja diese Schuldenbremse im Grundgesetz dem Bund zwar ermöglicht, also Ausnahmen davon zu beschließen und bis zu einer gewissen Grenze neue Kredite sogar aufzunehmen, aber gleichzeitig wurde den Ländern jegliche Neukredit untersagt. Also sie dürfen sich überhaupt nicht mehr verschulden. Und das muss man sich mal geben. Also da kann in einem Land eine Landesregierung sein, die sagt, ja, jetzt wollen wir endlich den Investitionsstau auflösen. Wir wollen dafür sorgen, dass genügend Lehrer in den Schulen sind, dass auch die Justiz mit Staatsanwälten und Richtern ausgestattet sind, weil da ist es auch wirklich so, dass vieles gar nicht verfolgt werden kann, weil insbesondere Wirtschaftskriminalität nicht verfolgt werden kann, weil es einfach an Staatsanwälten fehlt. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo man sagen müsste, da müsste man Geld in die Hand nehmen, wenn wir wirklich nicht zurückfallen wollen. Manche nehmen noch die Bundesrepublik wahr als ein führendes Land, aber spätestens bei dem Bau oder Nichtbau des Berliner Flughafens hätte man merken können, dass wir doch nicht so spitze sind in allen Bereichen. Also da muss vieles passieren und da ist die Schuldenbremse das sozusagen eine Investitionsbremse für unser Land. Ja. Zumal es letztendlich die Kommunen, die für die Schulgebäude zumindest zuständig sind, dazu zwingt, ein Filetstück nach dem anderen preiswert herzugeben, dass sie überhaupt auf die Runden kommen. Also eigentlich ist es ja ein Privatisierungsprogramm sondergleichen. Im Stadtrat von Sindelfingen bist du und hast letztendlich beantragt, dass sich die Kommune dafür einsetzen soll, dass wenn große Firmen, weil sie, sagen wir mal, an einem Dieselskandal beteiligt waren und dafür Strafe bezahlen müssen, dass sie diese Strafe dann nicht absetzen dürfen, sondern dass Strafe, weil Strafe muss wehtun, quasi das erstmal aus ihrer Portokasse zahlen muss und was dann noch übrig ist, kann man versteuern, absetzen und so weiter. Richtig soweit zusammengefasst? Ja, das ist richtig zusammengefasst. Das müsste natürlich auf der Bundesebene erfolgen. Dass man irgendwie sagt, dass es nicht angeht. Also wir hatten jetzt die Situation, dass dieses große Unternehmen mit dem Stern fast 870 Millionen Geldbuße an das Land Baden-Württemberg zahlen musste. Davon war ein sehr geringer Teil, war sozusagen der Strafanteil. Meine 120 Millionen, den sie nicht als Betriebsausgabe absetzen konnten.
Aber der große Batzen, also fast 80% von dieser Summe, durften die als Betriebsausgabe absetzen. Also entschuldigt, Leute, wenn ich irgendwo falsch parke und einen Strafzettel bekomme, den kann ich auch nicht von der Steuer absetzen. Muss ich auch bezahlen. Und die dürfen das, was ja dann dazu geführt hat, wenn die 870 Millionen abschreiben, also 80% von den 870 Millionen abschreiben als Betriebsausgabe, dann haben die unterm Strich um diesen Betrag weniger zu versteuerndes Einkommen. Das heißt, die Körperschaftssteuer wird geringer und die Gewerbesteuer wird geringer. Und aufgrund dieses Verhaltens habe ich ja den Antrag gestellt. Ich meine, das eine muss man sozusagen, muss der Bundesgesetzgeber regeln. Aber ich habe einen Antrag gemacht, dass die Stadtverwaltung verpflichtet wird, das Land aufzufordern, diese Gewerbesteuerverluste aus diesem Betrag, das es als Geldbuße bekommen hat, den betreffenden Städten, in denen Daimler seinen Sitz hat, weil das geht ja über Zerlegungsbescheid, dass es diese Gewerbesteuer Verluste ausgleichen soll. Aber daraus ist leider nichts geworden. Und wir haben, damit man sich das vorstellen kann, wir haben gegenwärtig die Situation, dass wir einen Haushalt erstellen müssen mit einem Zehntel dessen, was wir noch 2019 an Gewerbesteuereinnahmen hatten. Mhm. Zumindest freuen sich die Aktionäre von dieser Firma mit dem Stern, weil trotz Kurzarbeit für die Aktionäre hat sich ja eigentlich nichts geändert, glaube ich. Nee, die Aktionäre dürfen jetzt, wie wir ja gelesen haben, sogar mehr Dividende kassieren, als sie erwartet haben. Und deswegen bin ich ja auch der Auffassung, da wo die Stadtverwaltung und die Mehrheiten im Gemeinderat es zulassen, dass wir durch Erhöhung des Gewerbesteuersatzes dieses Geld abschöpfen, bevor es die Aktionäre wegtragen. Und da muss man sagen, also tut mir leid, Leute, wer immer noch meint, Daimler ist ein hiesiger Betrieb, also von der Eigentumsstruktur, der täuscht sich, wenn man sich das anschaut, dann gehen die meisten Dividenden nicht an Aktionäre, die in Deutschland sitzen und das Geld hier ausgeben, in den Wirtschaftskreislauf bringen, könnte man ja auch sagen. Ja. Die investieren, die bauen Häuser, da wird die Wirtschaft angekurbelt und so. Nee, das meiste geht nach Kuwait, nach Saudi-Arabien, nach China, und sozusagen ins außereuropäische Ausland. Das muss man sich klar machen. Deswegen bin ich der Meinung, man muss es hier abschöpfen und tatsächlich dann investieren in die Infrastruktur, in die Schulen, in Kulturhäuser. Aber eine Erhöhung der Gewerbesteuer würde doch dann auch wieder den Mittelstand, in Anführungszeichen, also Betriebe, ich glaube, bis ab 500 Beschäftigten sind Mittelstand. Ab 250 sind Mittelstand, die würden das ja dann auch treffen, oder nicht? Ja, die Diskussion haben wir auch immer, wobei man sagen muss, der Mittelstand ist meistens nicht in Form von Kapitalgesellschaften organisiert, also es sind nicht meistens GmbHs oder Aktiengesellschaften, sondern Mittelstand sind Personengesellschaften. Und die Personengesellschaften können bis zu einem bestimmten Betrag die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer, die sie bezahlen, anrechnen. Mhm. Das heißt, also wir haben jetzt einen Gewerbesteuersatz von 380 Punkten bis zu 390 Punkten würden die Personengesellschaften keine Steuer mehr bezahlen. Das muss man ihnen immer sagen. Weil es gibt natürlich bei uns die Situation, dass der Handwerker
im Gemeinderat, wenn ich sage, wir müssen jetzt den Gewerbesteuersatz anheben, obwohl es ihn nicht betrifft, obwohl ich das wirklich mir die Mühe gemacht habe, das vorzurechnen, das Steuergesetz runtergebrochen habe, der schreit sowieso am meisten. Und solange sozusagen Daimler solche Verteidiger hat, die sich für etwas einsetzen oder gegen etwas, was sie gar nicht betrifft, solange kann er zufrieden sein. Aber wie gesagt, das ist die Botschaft, dass bis zu einer bestimmten Höhe des Gewerbesteuersatzes der Mittelstand von der Erhöhung nicht betroffen ist. Ja. Ist das ein Vermittlungsproblem? Wenn ich sage Reichensteuer, denkt auch jeder sofort an Omas Häuschen. Ja, und man kann den Menschen irgendwie nicht sagen, um Omas Häuschen geht's gar nicht, da wollen wir nicht ran. Das sei der Oma gegönnt und wenn die Oma eines hoffentlich fernen Tages die Augen zumacht, dann dürft ihr das auch gerne erben, unter euch verteilen, wie auch immer. Wir wollen an die richtig Reichen ran. Und bei der Gewerbesteuer ist es ja ähnlich. Da fühlt sich letztendlich auch der örtliche Kleintreibende sofort direkt irgendwie an die Geldbörse gefasst. Ja, nicht nur der Kleine, sondern nicht nur der Mittelstand, sondern auch manche unserer Wählerinnen und Wähler, weil sie ja irgendwo die Erfahrung haben, wenn von Erhöhung gesprochen wird, dann sind sie meistens gemeint. Mhm. Also ich nehme nur das Beispiel der Bundestagswahl 2005, wo die CDU angekündigt hat, die Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte zu erhöhen. Die SPD hat gesagt, mit uns wird es keine Mehrwertsteuererhöhung geben. Und dann, als die in der Koalition saßen, war der Kompromiss, dass die Mehrwertsteuer um 3% erhöht worden ist. Und die Mehrwertsteuer ist etwas, was natürlich die normalen Leute, also alle, die für das Leben Sachen einkaufen, sofort spüren in ihrem Geldbeutel. Und deswegen habe ich ja auch auf dem letzten Parteitag deutlich gesagt, dass für mich ganz wichtig ist die Primärverteilung. Da, wo die Werte geschaffen werden, wenn man sie dann verteilt, ist es ganz wichtig, dass bei dieser primären Verteilung möglichst viel bei denen ankommt, die diese ganzen Werte schaffen, also dass die möglichst viel an Kuchen abbekommen. Wie bekommen sie mehr vom Kuchen ab? Wenn sie gut organisiert sind, wenn sie starke Gewerkschaften haben, wenn in den Branchen, wo die gewerkschaftliche Organisation sehr schwierig ist, wenn man allgemein verbindlichen Tarifverträge durchsetzt, dann ist sozusagen für mich sozusagen der Schlüsselpunkt. Und dann ist die Steuer, so wichtig sie mir als Steuerpolitiker ist, erst an zweiter Stelle als sozusagen der Korrektur dieser gesellschaftlichen Entwicklung, diese klaffenden Schere zwischen Arm und Reich, wo 10% der Bevölkerung so viel besitzt wie das 90% sozusagen, wie das andere 90%. Da erlebt man halt tatsächlich, wie auch bei der Erbschaftssteuerdiskussion, erlebt man, dass sich vor diese großen Firmenerben und vor die Familienunternehmen kleine Leute sozusagen werfen in Verteidigung, weil sie irgendwie immer noch im Hinterkopf haben, vielleicht stirbt auch ein Onkel in Amerika. Ja. Und ich mache den großen Gewinn und dann kommt der Staat und tut zugreifen. Das ist wirklich nicht, also hat eigentlich keine rationale Grundlage, weil von 100 Todesfällen gibt's 7 Erbschaften und die meisten sind in einer Höhe der Freibeträge. Ja. Also die Situation, wo jemand in die Lage kommt, tatsächlich Steuern zu zahlen. Man muss sich ja klar machen, es gibt bei den Ehegatten einen Freibetrag von 500.000. Bei den Kindern, da hat jeder einen Freibetrag von 300.000. Das selbstbewohnte Eigenheim ist von der Besteuerung freigestellt. Ja? Also nur um sagen, Omas Häuschen, ja. Aber wenn man ins Omas Häuschen einzieht, muss man sozusagen keine Steuern bezahlen.
Ja, aber es ist immer ein Problem, dieses Thema zu vermitteln. Und die FDP zum Beispiel, die schafft es ja auch immer, sich sozusagen als Beschützerin der kleinen Leute hinzustellen, wenn es eigentlich darum geht, diese großen Familienunternehmen. Mhm. Familienunternehmen klingt ja auch so, ja, heimelig. Ne? So heimelig. Ja. Da denkt jeder erstmal an eine Familie, die ein Hotel betreibt. Aber Leute, darum geht es überhaupt nicht. Ja. Es geht um milliardenschwere Erben, wie zum Beispiel die Familie Quandt, den BMW gehört. Um die geht es. Dürfen die sozusagen ihr Milliardenvermögen steuerfrei weitergeben? Oder nur weil sie versprechen, wie das jetzt halt die Große Koalition wieder verabschiedet hat in der Reform, nur weil sie versprechen, 10 Jahre lang die Arbeitsplätze zu behalten? Das ist ja immer das Argument, die dürfen man nicht besteuern, weil sonst fallen Arbeitsplätze weg. Es gibt kein einziges Beispiel, dass ein Unternehmen an der Erbschaftssteuer sozusagen durch Zahlung der Erbschaftssteuer insolvent geworden ist. Gibt es nicht. Und wir wären ja auch bereit gewesen, Ihnen zu sagen, ihr dürft es in 10 Jahren in Erden an den Staat bezahlen. Haben wir nichts dagegen. Nur so wie das jetzt letztlich geregelt ist, dass die versprechen, Arbeitsplätze 10 Jahre zu behalten, dann dürfen sie steuerfrei die Erbschaft genießen. Also das ist doch eine Steuerungerechtigkeit, wie sie im Buche steht. Das wäre toll bei Vonovia. Vonovia renoviert meine Wohnung und modernisiert meine Wohnung. Ich kriege einen neuen Briefkasten und dafür, dass ich bereit bin, die nächsten 10 Jahre in der Wohnung zu bleiben, zahle ich nicht mehr Miete. Ja. Wäre doch ein tolles Modell eigentlich. Ja, wäre ein tolles Modell, ja. Ja, und dabei muss man ja sagen, bei dieser Auflage der Arbeitsplätze, da ist nicht der konkrete Arbeitsplatz gemeint, sondern da ist eine Bruttolohnsumme, die man sozusagen aufsetzen kann. Und wie diese zusammengesetzt ist, wird nicht vorgeschrieben. Also ich kann mehrere Geschäftsführer einstellen, denen ich monatlich 20.000 Euro bezahle. Und ich kann auch unten sozusagen aus regulären Arbeitsplätzen 7 prekäre schaffen, Hauptsache die Bruttolohnsumme stimmt. Mhm. Und dann merkt man, das ist eigentlich ein Unding und eine große Ungerechtigkeit. Was letztendlich, und da sind wir dann bei Abgeordnetenwatch und Lobbyismus, daran liegt, dass man ganz viele Interessengruppen hat, die in den Gesetzen mitschreiben dürfen. Im Vorgespräch hast du gesagt, das Problem als Abgeordneter ist ganz oft, dass du den Entwurf eigentlich erst bekommst, wenn alle anderen schon drüber geguckt und was verbessert haben und man nicht unbedingt so genau absehen kann, was war der Ursprung und wo kommen die Veränderungen her. Und du hast gesagt, in deiner Anfangszeit 2009 hattest du Machwerke von 1000 Seiten, die man erstmal durcharbeiten muss, selber mit der Hand am Arm, bis man dann Mitarbeitende hat, die das kennen. Man jetzt mal unterstellt, du warst auch kein Steuerfachmann, als du angefangen hast, sondern halt Jurist, Anwalt. Sprich, mit der Materie ist es jetzt nicht so einfach, da erstmal durchzusteigen. Ja, also ich hatte durchaus Affinität zu Steuern, weil ich auch einen Fachanwalt für Steuerrecht machen wollte. Ich habe auch diese ganzen Examen, also die man da schreiben musste, habe ich alle bestanden. Nur am Ende des Tages sollte ich 100 Fälle vorlegen. Und davon sollten auch Fälle aus dem Unternehmensrecht sein. Und die konnte ich nicht vorlegen, weil wir als Kanzlei Arbeitnehmer vertreten, Betriebsräte und Gewerkschaften. Ich habe keine Unternehmen vertreten, wo ich hätte Körperschaftssteuerrecht nachweisen können. Also das war für mich steuerrechtlich nicht das Problem, sondern das Finanzausschuss macht ja auch diese ganzen Bankenübersicht und Bankenkontrolle. Und die Bereiche, die waren mir vollkommen fremd. Da musste ich mich richtig einarbeiten. Mhm. Wenn da Zusammensetzung des Eigenkapitals der Banken,
Das sind so Begriffe, die habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Also da musste man sich einarbeiten. Aber um auf das Problem des Lobbyismus zurückzukommen, es ist tatsächlich ein Problem, das wir auch angesprochen haben, also die Grünen und die Linken, als eine Schlussfolgerung aus dem Untersuchungsausschuss, dass die Referentenentwürfe für neue Gesetze, die gehen zuerst an die Lobbyverbände, an den Bankenverband und an die Steuerberaterkammer und, also an die außerparlamentarisch Tätigen, ne? Was sie ja normalerweise ja nicht mögen, immer außerparlamentarisch, aber die kriegen das als erstes zugestellt und dürfen sich dann dazu äußern und dürfen sagen, ha, der Paragraph, der gefällt uns so nicht und der bringt uns. Also das wichtigste Wort, was ich gelernt habe im Bundestag, ist, mit dem man Sachen verhindern will, ja, da gehört unsere Wirtschaft in Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen in Europa. Mhm. Also das ist so immer die Schlüsselbegründung. Und dann sagen die, ja, also wenn man das so und so regelt, dann geraten wir in Wettbewerbsnachteil und deswegen muss es anders geregelt werden. Das heißt, das, was dann in den Bundestag eingebracht wird als Gesetzesentwurf, da sind schon die ganzen Lobbyverbände schon dran gesessen und haben einen Beitrag geleistet, wie man bestimmte Formulierungen abschwächt. Ich kann es mir gut, obwohl ich damit nichts zu tun hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Pharmaindustrie und der Gesundheitspolitik ähnlich läuft, wie ich das erlebt habe in der Finanzregulierungspolitik. Da hatten die alles schon vor uns und ich habe den Anspruch, dass ich als Abgeordnete zumindest zeitgleich mit diesen Lobbyverbänden mit dem Entwurf beliefert werde und man müsste wirklich so einen Fußabdruck des Gesetzgebers haben. Also müsste sagen, so eine Synopse haben, der Referentenentwurf hatte im Paragraph sowieso die Fassung und dann haben wir. Sie können es ja auch begründen, es mag ja auch sein, dass irgendetwas begründet ist, dass irgendjemand, der vom Fach ist, dass er tatsächlich sagt, das ist realitätsfremd und so weiter, aber dann soll das da draufstehen. Dann kann ich als Abgeordnete nachlesen, wie diese Änderung zustande kam und kann ja auch vielleicht aus meinem Sachverständnis beurteilen, ist es jetzt ein Lobby-Einfluss oder ist es etwas, was halt ein Fachmann halt sagen würde, der weiß, wie man Sachen reguliert. Dann kann ich das wirklich auch besser beurteilen und das passiert nicht und ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass man solche Sachen offenlegt. Auf jeden Fall. Jetzt kandidiere ich ja zum Landtag. Am 14. März kann man mich wählen, so man im Wahlkreis 7 Esslingen ist. Aus Sicht eines ehemaligen Bundestagsabgeordneten, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass ausgerechnet die Partei Die Linke in Baden-Württemberg im Landtag sitzt? Ja, das ist deswegen wichtig, weil ich denke, dass wir unsere Sichtweise eines Sozialstaats, eines klimagerechten, eines sozial-ökologischen Wandels, da Ideen einbringen können, die anderen nicht haben, sonst hätten wir diese Entwicklung schon. Also ich denke, Verkehrswende ist auch aus klimapolitischen Gründen wichtig. Es wäre ja wichtig, dass die Linke dafür sorgt, dass man etwas, was ich schon vor 30 Jahren gehört habe, nämlich dass man die Güter auf die Schiene bringen müsste, damit die ganze Umwelt geschont wird. Also wenn man sich anschaut, was auf den Autobahnen inzwischen an LKWs unterwegs ist, da wäre es ganz wichtig, dass eine Partei Anregungen hat, wie man das Ganze auf die Schiene und auf Wasserwege legen kann. Ich denke, dass die Linken gerade wichtig sind, auch dass man die Politik unter dem Gesichtspunkt
etwas zu machen für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die haben keine Lobby. Die schicken weder irgendwelche Vertreter zu den Abgeordneten im Landtag, und die haben auch kein Geld, um die Abgeordneten zum parlamentarischen Abend einzuladen und ihnen Essen auszugeben, wie ich das ja in Berlin immer wieder erlebt habe. Und weil sie kein Lobby haben und wir als Linke den Anspruch haben, diese Menschen zu vertreten und auch mit dieser Sichtweise, dass wir sagen, so wie die Grünen alle Probleme unter dem ökologischen Gesichtspunkt beleuchtet haben, müssen wir diese Probleme unter dem sozialen Gesichtspunkt aber angesichts des Zustands des Klimas müssen wir tatsächlich beide Gesichtspunkte einbringen, also sozial, ökologisch und natürlich, wenn es geht, auch, was mein Kandidat, mein Landtagskandidat in Böblingen macht, auch immer auch an die inklusive Gesellschaft. Also Utz Merbe, für den möchte ich auch Werbung machen, falls jemand aus Böblingen zuschaut. Das müssen wir leisten und ich glaube, das kann nur die Linke leisten. Utz Merbe war auch schon mal bei uns hier. Es ging um selbstbestimmte Behindertenpolitik. Es ging um eine Gesellschaft für alle, um sozialen Wohnungsbau, der nicht nur kommunal ist, sondern auch barrierefrei. Denn vor allem, wenn man neu baut, ist es nicht sonderlich viel teurer, wenn man Menschen, die bewegungseingeschränkt sind, auch berücksichtigt. Wenn man das hinterher machen muss, dann schon. Also es gibt viele Ansatzpunkte, die auch der Utz Merbe einbringen würde in einen Landtag mit linker Unterstützung. Und ganz wichtig finde ich auch, jede Stimme, die bei uns ankommt, ist eine, die anschließend nicht mit der CDU koaliert. Wir neigen uns dem Ende zu. Schön, wenn es euch gefallen hat. Da wir eine kleine Partei sind, die keine Unterstützung aus der Wirtschaft nimmt, weil wir eben uns den Mitmenschen verpflichtet fühlen und den guten Ideen und nicht so sehr den Lobbyinteressen. Wenn ihr was übrig habt, dürft ihr es uns gerne spenden. Wenn ihr sagt, Geld habe ich keins, aber jede Menge Zeit und Lust mitzugestalten, wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch auf der Straße zu sein, Ideen umzusetzen, voranzubringen. Ihr dürft gerne Mitglied werden oder uns auch einfach liken, teilen, über unsere guten Ideen mit anderen sprechen, ins Gespräch kommen und am 14. März uns eure Stimme geben. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ja, und ich möchte natürlich euch alle bitten, wenn ihr in Esslingen wählen könnt, Martin zu wählen, weil ich würde ihn ganz gerne dann mal im Landtag besuchen.